Yeah, in den feurigen Ofen mit Lucius! Was mache ich jetzt? Warte mal, das lesen wir mal. Leute, es geht weiter mit einer neuen Runde. Wayne Reporter. Fabius hat ihn ertappt, als er im Anwesen herumschlich und hat ihn auf den Opfertisch gefesselt. Andererseits hatte Fabius niedergestochen. Kann fühlen, wie etwas durch meine Adern rast. Die Flammen der Höllen durch Hölle durchströmen mich. Wayne hat die Kreuze gerät, sodass ich schwächer werde. Ich werde es ihm zeigen. Wie denn? Mit meiner super Framerate-Power? Oder was? Okay, geht los. Schaffe ich. Vielleicht nicht beim ersten Mal, aber ich versuch's. Nein, lass mich. Ja, okay. Ja. Okay. Habe ich gemacht? Habe ich gemacht? Okay. Drehst du die jetzt immer wieder um oder habe ich Zeit? Okay. Nein. Lass das. Du Arsch. Die sind gut. Die sind richtig. Nein. Nichts ist okay. Was kann ich machen? Ich will meine Superpower. Schneller. Ich weiß noch nicht, da ist sie doch, die Flammen der Hölle. Komm, mach's. Oh. Nein, du sollst doch nicht die Schalen jetzt machen. Okay. Richtig? Nein, Mann, du sollst es nicht machen. Okay, sie brennen. Ich kann die Dinger zum... Lass es sein. Ich werde dich töten. Ich werde dich töten. Komm, 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 komm. Nein, nein, nein. Lauf. Scheiße. Scheiße. Aber das war schon mal nicht schlecht für den Anfang. Das war schon mal nicht schlecht. Okay. Also immer die Kreuze umdrehen, damit er halt Power hat. Damit er ihn ordentlich mit Feuer andingsen kann. Voll der Bosskampf. Ja. Das schaffen wir. Sehr spannend. Bosskämpfe halt. Leute. Bosskämpfe sind in jedem Spiel aufregend. Schlimm ist immer, wenn man nicht weiß, was man machen soll, aber in diesem Fall werde ich es hinkriegen. Das Problem ist nur immer die Steuerung. Man muss halt voll schnell umswitchen zwischen Kreuze umdrehen und diesen Feuerzauber machen. Da kann man sich schnell verklicken, vor allem, weil er dann die bescheuerte andere dann immer benutzt. So. Okay. Ich lasse mir mal eben Zeit. Ich hab's ja. Okay, ja. Nein. Nein. So. Ja. Du bist ein ganz schlauer. Kannst du mal da... Mach es doch mal. Deinen komischen Kackzauber. Geht doch. Oh, das war falsch. Das war dummer. Ich hab Angst vor ihm. Das dauert immer so lange, bis ich hier beim Feuer bin. Mach es.
Lucius! Nein! Nein, 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 nein! Das ist gemein, das ist gemein, das ist gemein. Hallo? Ins Inventar? Hallo? Das ist richtig mies. Warte, kriege ich das hin? Hallo? Wir stecken zusammen fest! In der Ecke! Das ist kacke. Ja, das ist kacke. Komm. Bring mich um, damit es wenigstens weitergeht. Oder ich bring dich um, damit es weitergeht. Und das ist unlucky. Sehr unlucky. Sehr typisch mal wieder. Ja, das ist scheiße. Ah! Aber so können wir ihn in Ruhe uns noch einmal angucken. Ja. Bis gleich. So, das Ganze nochmal. In den feurigen Ofen bitte einmal. Bitte schön. So, wenn es jetzt anfängt, dann müsste er doch, genau, müsste er doch Power haben, oder? Am Anfang. Komm, komm, komm. Okay, Spielende. Kaum erwischt er mich einmal, bam. Das ist richtig mies. Wir dürfen uns nicht einmal erwischen lassen. Es ist voll schwer, was das angeht. Ich meine, jeder Boss darf einen auch mal angreifen und man stirbt nicht gleich. Aber er? Ein Messerstich und der kleine Lucius ist hin. Das ist nicht schön. Lauf. Lauf! Wo bist du? Okay, 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 okay. Hab ich. Hab ich. Hab ich. Hab ich auch. So, komm her. Shit. Ey. Mann! Mehr Macht, bitte. Geht doch. Stirb. Geht doch. Oh Mann. Du Arsch! Reicht die Macht nicht? Reicht das nicht? Komm, reicht das nicht? Shit, lauf! Huhuhuhu. Na komm, stirb. Stirb. Hier. Komm. Habe ich ihn endlich? Okay. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Puh.
Das Buch Leviathan, Anton LaVey, Anrufung Satans. Heilige deinen Streit, erwecke die Starken, lasst herzukommen und hinaufziehen alle Kriegsleute. Verdammt, Dad, in was bist du hineingeraten? Tja. In etwas sehr Dunkles und Böses. Nancy, ich glaube, Lucius könnte verflucht sein. Das ist meine einzige Erklärung. Dad war wochenlang verschwunden und scheinbar war er in wirklich verrückten Okkultismus-Kram verwickelt. Ich schließe die Möglichkeit nicht aus, dass mein Vater etwas damit zu tun hat. Aber wir müssen Lucius zu einem Psychologen bringen, um das herauszufinden. Er kann uns selbst nichts sagen. Oh mein Gott, Charles, haben wir nicht schon genug durchgemacht? »25. Mai 1973, ein Schuss Bildung?« Puh, wir haben es geschafft. Auch den Wayne haben wir besiegt. Er uns eventuell im Weg gestanden hätte. Wayne hat die Kurse gedreht, sodass ich schwächer werde. Ich werde es ihm zeigen. Er ist keine Bedrohung mehr. Sie können beide hier in der Kammer bleiben. Niemand weiß, wird je davon erfahren. Das ist natürlich krass, aber trotzdem muss... Wiederhole. Weder Banderole noch Triole, sondern... Das klingt irgendwie... Ich weiß nicht noch was. Wie sieht es eigentlich mit der Hausarbeit aus? Wo geht sie hin? Mama? Lucius, du hast mich erschreckt. Hallo Mama. Das kommt vor. Manchmal ist das so, Mami. Mama, hast du eigentlich hier... Mr. Quinn wartet auf dich im Studierzimmer. Beeil dich, sonst kommst du zu spät. Okay, Mami. Hausarbeit. Haben wir alles schon gemacht anscheinend. Wenn dein Vater anfängt, dir etwas von Monstern und Magie zu erzählen, ignoriere ihn einfach. Er macht nur Scherze. Okay, Mama. Das weiß ich doch. Du weißt, wie er ist. Immer einen Scherz auf Lager. So wie ich. Ich mache in letzter Zeit nur Scherze. Wo ist denn das doofe Studierzimmer, Mami? Weißt du, ich habe ihn noch nie etwas Lustiges sagen hören. Wen? Papa oder den Lehrer? Muss ich dir jetzt folgen, Mama? Ich mach das einfach mal. Ist hier nicht ein blödes Kreuz wieder? Ich hasse Kreuze, Mama. Du weißt, dass ich das nicht mag. So. Ach, ich hab dich... In Ordnung, Lucius. Jetzt lauf schon. Okay. Dann mach's gut. Ich hab dich lieb, Mami. Ich hab dich so lieb. Ich glaube, wir kamen hier lang, ne? Wir müssen einfach querfeld ein. Ja. Meine Lieblingsmusik. So, dann sind wir ja genau richtig hier. Aber ein Studierzimmer. Ich wollte schon immer da mal wissen, was mit dem eigentlich ist. Dem ollen Lehrer. Einmal nach oben. Es ist aber auch ein Weg hier. Bin ich überhaupt richtig hier? Das Gefühl, ich hätte mich verlaufen. Hab ich auch. Hab ich auch, Mami. Ich komme zu spät zum Unterricht. Bin ein braver Junge. Und lerne immer fleißig. Da bin ich schon. So. Guten Tag. Das bin ich. Ich bin der Lucius. Wo warst du, Lucius? Ich habe auf dich gewartet. Fangen wir mit dem Unterricht an. Okay. Also, Lucius, zeig mir, welche von diesen drei Karten ist die richtige Antwort. So, jetzt muss ich was machen? Das ist der James. Mein Privatlehrer James. Ich muss wieder Mathe machen. Ich hasse Mathe. Ich sollte meinen Vater um einen freien Tag bitten. Wo soll ich das denn wissen, was das Richtige ist? Das ist ein... Ein Bärchen, zwei Fische und drei Elefanten. Und was willst du jetzt von mir? Hier, ich schmeiß dir den Kram wieder hin. Ich hasse nämlich Mathe. Das schmeiß ich dir auch hin. Ich hab da keine Lust drauf.
bring dich um. Wie viel ist 1 plus 1 plus 1? 3. Hier. Sehr gut, Lucius. Gut, ne? Macht er jetzt die Aufgaben von der Tafel? Und jetzt wieder hinlegen, oder wie was? Wie viel ist 1 plus 2 minus 2? 3 minus 2 sind 1. Sehr gut, Lucius. Ich schmeiß dir den Scheiß hin. So, und jetzt? Letzte Aufgabe. Wie viel ist 6 minus 4 plus 7 minus 4 plus 5 minus 8? Ich bin bei 10 minus 8 angekommen. Stimmt denn das? Dann ist das die letzte Karte. Gut. Das nächste Fach ist Biologie. Ich hasse Mathe. Hast du dein Biologiebuch dabei? Nein! Es musste eins dieser Bücher sein. Hier vielleicht. Das da? Das ist kein Biologiebuch. Nicht? Lass mal sehen, ob ich eins für dich finde. Nein, dann ist das hier. Da, nimm das. Es muss doch irgendwo sein. Kann ich ihn nicht einfach manipulieren? Oh, komm. Komm, manipulieren wir ihn doch einfach mal ein bisschen. Oh, das tut mir aber leid. Auf was manipuliere ich denn ihn jetzt eigentlich? Weiß gar nicht, auf was. Aus Fenster. Spring aus dem Fenster. Nimm dir die Kreide. Nimm dir ein Buch und... Einfach weglaufen? Was können wir denn mal machen? Was können wir denn mal machen, um den hier umzubringen? Sucht er weiter? Ja, er sucht jetzt wieder. Was haben wir denn hier Schönes in dem Raum? Muss doch irgendwas geben. Ich muss wieder Mathe machen. Ich hasse mal, ich sollte meinen Vater um einen freien Tag bin. Aber das kann es doch nicht sein, dass wir das machen sollen. Wir sollen uns schon aus dem Fenster springen, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt. Könnte vielleicht... Achso, warte mal. Wir hatten doch Banderole in diesem Spruch. Vielleicht... Gibt es hier irgendwas in dem Raum? Es muss doch irgendwo sein. Ja, wenn du es nicht findest, bist du ein sehr schlechter Lehrer. Ich war hier und habe alles richtig gemacht. Werde weiterhin alles richtig machen. So wie es mein Vater möchte. Banderole, Banderole. Vielleicht hier an der Lampe irgendwas. Kann man da was machen? Ist hier irgendwas am Tisch noch? Verstehe ich nicht. Können wir denn mal machen? Oh, Papa? Papa erzählt da irgendwas? Sei vorsichtig, Lucius. Das war teuer. Ups. Ich mach mal einfach alles an. Mama. Mama, der Lehrer kriegt seinen Kram nicht hin. Was könntest du noch tun? Ja, aber sag mal. Sieh mal nach, ob irgendwo Schmutzwäsche herumliegt. Okay. Bring sie in die Waschküche und sortiere sie in die richtigen Körbe. Oh. Wir haben mal wieder eine neue Schmutzwäschenaufgabe bekommen. Schmutzwäsche, Schmutzwäsche, Schmutzwäsche. Ich soll noch Schmutzwäsche suchen. Was können wir denn hier noch machen? Waren wir überhaupt schon mal drinnen in diesem Bad? Hier? Weiß ich gar nicht. Hier ist jedenfalls nichts. Ach. Schmutzwäsche nach Farben in die richtigen Körbe sortieren. Ich weiß gar nicht, wo wir hier was haben. Da ist das olle Kreuz wieder. Hallo. Hallo, Lucius. Hallo, Papa. Ich habe ein paar wichtige Papiere auf meinem Nachttisch vergessen. Holst du sie für mich? Ja, mache ich. Wo ist denn dein Nachttisch? Muss ich jetzt dafür ganz ins Schlafzimmer zurück, oder? Ist das euer Ernst? Ja, hier ist ja noch der Tresor, den habe ich schon wieder ganz vergessen. Die will es aber nicht... Das ist aber nicht... Das ist ein Schreibtisch. Die darf ich jetzt nicht hier irgendwie schön...
muss jetzt ernsthaft zurück durch das ganze Ding. Was machst du nur den ganzen Tag? Such dir selbst eine Beschäftigung. Ey, hallo? Ich soll dir gerade Papiere holen. Hör auf, mich anzumachen. Ja, so, hier habe ich den Auftrag bekommen. Die schön die Schublade hinter dir aufgemacht. Das mache ich. Tja. Auch das noch. Wäsche, Papiere holen für Papa. Das wird ein Spaß. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes machen soll. Deswegen mache ich das, was ich kann. Nämlich die Sachen holen. So, das war ein sehr weiter Weg, aber okay. Die Frage ist, wie kriegen wir den Lehrer tot? Den doofen Lehrer. Den mögen wir gar nicht mehr. Nachttisch. Ach, Quatsch. Hier nach oben bitte. Husches. Zu dem geheimnisvollen Klopfen. Nee, das ist auch nicht richtig. Nein. Nein. Da können wir nur die anderen beobachten. Vielleicht müssen wir auch von sonst wo das natürlich einsammeln. Das kann sein, ne? Nachttisch, Nachttisch. So, das ist das Schlafzimmer. Wenn das nicht der Nachttisch ist, weiß ich auch nicht. Sollen jetzt hier ernsthaft Papiere sein? Meint er die da oben? Oh, cool. Das ist natürlich schön. Und den Schlüssel haben wir auch gleich genommen. Für, keine Ahnung, Tresor oder so. Schön. So. Wiederholen. James. Ich muss wieder... Warte mal. Bei den Papieren liegt auch ein Schlüssel. Sieht aus wie ein Schubladenschlüssel. Ach, das soll mir jetzt helfen bei dem Lehrer oder was? Ach, das ist ja interessant, dass sie hier... Zwei Fliegen mit einer Klappe. Wichtige Papiere meines sogenannten Vaters. Ein Schlüssel vielleicht für einen Schrank. Welchen Schrank können wir denn damit mal aufschließen? Irgendwas von ihm? Vom Lehrer? Das wäre natürlich auch schön. Ich gehe mal lieber da lang. Nee, wir müssen sogar runter. Komme ich davon? Machen wir das so. Ist doch relativ richtig hier, was ich mache, oder? Ich hoffe es. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Ne, das ist nicht so dolle. Dann laufe ich eben nochmal rüber. Ist ja kein Problem. Wo wollte ich jetzt nochmal hin? Ins Bücherzimmer zu ihm rüber, ne? Ja, muss ich doch ganz rüber. Rüber. Und die olle Schmutzwäsche machen wir dann auch noch. Demnächst. So, und hier... Geht's hier irgendwo hoch? Hoch. Da ist Mama schon wieder. Da ist die Wäsche. Das ist natürlich auch interessant. Lass mal hier. Ist das Kreuz? Wo ist es? Da. Das mag ich nicht. Machen wir ganz schnell hier umgedreht. Wo ist jetzt hier die Wäsche? Ich sollte nach einer neuen Arbeit suchen. Wäsche. Das ist einfach zu viel. Stell dich mal nicht so an hier. Ich muss Leute umbringen. Das ist ein viel härterer Job. Was man sich hier alles einfallen lassen muss, du. Glaubst du gar nicht. Ich versteck mich jetzt im Schrank gleich, wenn du so weiter rumholst. So. Personal ist auffällig überfordert. Wo ist denn das jetzt hier mit dem... Wo bin ich denn überhaupt? Ach, ich bin da oben schon wieder. Ich will doch da gar nicht hin. Wieso laufe ich immer sonst wo lang? So. Machst du mal so und so. So und so. Genau. Ja, es ist schon richtig, nur genau. Ich wollte nach rechts und dann da die eine Dingenstreppe, ne? Wo ist die denn? Jetzt rechts. Bitte begeben Sie sich nach rechts. Und dann die Treppe hoch. Kriegt man voll den Drehwurm hier.
Ich überziehe mal den Part ein bisschen. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. Glaube aber nicht. Genau. Hallo. Ich bin jetzt einen Monat hier. Was glauben Sie, wie lange Sie eine wertvolle... Weiß ich nicht. Keine Zeit für sowas. Wo ist denn jetzt hier mit dem Schlüssel? Kann man jetzt hier... Ist hier eine Schublade oder so? Ich wollte es nur mal abgecheckt haben. Nee, da nicht. Aber vielleicht bei Papa? Wegen Tresor und so? Da müssen wir einmal eine Runde laufen wieder. Da ist Mama. In Ordnung. Was könntest Warum du noch bekomme tun? Ich Lass mich. So. Sieh mal nach, ob irgendwo Schmutzwäsche herumliegt. Nein, ich mach gar nichts mehr für dich. Du bist voll gemein zu mir immer. Papa, ich hab dein Papier. Mutter, ja? Hallo? Ein paar Dinge herausfinden. Nerv dich selber. Danke, Lucius. Da stimmt etwas nicht. Das muss ich überprüfen. Ja, überprüf das. Geh jetzt. Geh mal. Damit ich in Ruhe deinen Tresor öffnen kann. Ja, das habe ich vergessen. Gib mir einen Augenblick, ich muss nur zuerst etwas suchen. Kein Problem, Wer ist Sir. Er denn? Michael. Können wir mit ihm was machen? Oh, können wir tatsächlich. Was machst du nur den ganzen Tag? Such ja, dir mach mal den Tresor auf. Was kann ich denn mit ihm mal machen? Stürz dich einfach vom Geländer. Ich kann die ganzen Leute manipulieren und weiß nicht wie. Also, wozu? Das ist doof. Okay, jetzt ist er voll manipuliert und ja. Kann auch das Licht ausmachen. Ja, das ist natürlich unnötig. Ich habe einen Schlüssel und weiß auch nicht wofür. Nimm mal den auch an. Schön, die Fernseher aber auch an. Was ist das hier? Geh und nerv deine Mutter, ja? Ich muss ein paar Dinge herausfinden. Ist hier eine verschlossene... Hier war doch auch irgendwo. Irgendwo erinnere ich mich, war eine verschlossene Schublade. War das bei dem Opa? Nicht beim Vater? Schreibtischschublade und so? Ich erinnere mich dunkel an was. Ich kümmere mich mal im nächsten Part drum. Bei Lucius. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.